Hast du auch manchmal das Gefühl, du würdest rennen und laufen und hinter dem Herrn her sein und du weißt gar nicht dann richtig, bin ich jetzt noch auf dem richtigen Weg oder bin ich da schon ein bisschen von abgekommen und werde ich denn mein Ziel auch erreichen? Ich kann dir sagen, du wirst ankommen. Woher ich das weiß? Nun, ich habe das oft mich auch gefragt. Bin ich denn noch richtig auf dem Weg hinter dem Herrn her? Und es ist gut, wenn wir ab und zu mal anhalten und uns besinnen und uns genau diese Frage stellen. Aber ich habe in solchen Situationen immer mit einem Wort aus der Bibel gebetet. Und das lese ich dir jetzt mal vor. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, wo Jesus Christus wiederkommt. Du kannst ganz sicher sein. Der Herr hat in dir ein gutes Werk, wie es da heißt, angefangen. Und er ist mit dir in diesen guten Werken unterwegs. Und er hat versprochen in seinem Wort, dass du ankommen wirst. Ja, das sind Probleme und das sind Schwierigkeiten und das sind manchmal echte Täler zu durchschreiten, das sind Sachen auszuhalten, aber wir gehen keinen Schritt rückwärts. Wir gehen immer vorwärts, Step by Step und wir geben nicht auf. Wenn du heute in einer Situation bist, wo du sagst, oh, das hat alles keinen Zweck und ich weiß gar nicht und ich bin so unsicher, dann beruf dich auf dieses Wort im Philipperbrief. Der, der in dir angefangen hat, das gute Werk, er wird es vollenden. Weißt du, Jesus ist mit dir unterwegs, er ist an deiner Seite. An einer anderen Stelle hat er gesagt, ich bin Tag für Tag bei euch. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott, der angefangen hat, das gute Werk in dir, er wird es vollenden. Und das, wozu er dich berufen hat, das Werk, die Bestimmung für dein Leben, die wird er auch zum Ende bringen. Du brauchst dich nicht zu grämen, du brauchst dich nicht zu fürchten, du brauchst nicht in Unruhe zu kommen. Zieh dich zurück, wenn diese Anfechtungen kommen und besinne dich auf den Herrn und bete und frage ihn, bin ich richtig? Und bete dieses Wort und sage, Herr, das steht so in deinem Wort. Du hast ein gutes Werk in mir angefangen und du wirst es mit mir vollenden. Ich weiß, dass Gott auch in dem Bereich viel, viel mehr hat für dich.